und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei der Anno 1503 History Edition in einer weiteren Folge. So, ihr habt ja fleißig Kommentare geschrieben, fleißig. Vorwiegend tatsächlich zur neuen Stadtstruktur, nenne ich es jetzt mal. Ja, danke für die Benachrichtigung mal wieder. Was hat der denn immer mit seiner zweiten Zivilisationsstufe? Ich weiß es auch nicht. Ich neige dazu, eventuell doch nochmal Umbauarbeiten dann vorzunehmen, weil viele von euch nicht zufrieden damit waren, dass wir überall jetzt diese fetten Plätze verwendet haben, weil die ja doch sehr viel Platz nehmen und alles, ne? Und ja, es ist, ich kann da nicht Nein zu sagen. Das ist absolut korrekt. Die nehmen schon viel Platz weg und vielleicht wäre es auch cooler, wenn man da irgendwie noch so, naja, so kleinere Teile von der Stadt hat und so, ne? Und ich neige auch dazu, noch ein weiteres, naja, die Stadt noch ein bisschen zu vergrößern halt, ne? Aber allerdings weniger in dem Stil, sondern dann, naja, so die Außenbezirke, ne? Wie wir es ja bezeichnet hatten. Genau, das auf jeden... Natürlich bricht die Pest aus. Das quasi auf jeden Fall erstmal schon mal dazu. Dann war ja auch so ein Thema Mühlen und generell hier die ganze Getreidegeschichte. Weil ja da noch so ein bisschen die Frage ist, irgendwie, beziehungsweise, ich habe es jetzt immer noch nicht 100% raus, weil irgendwie wird mal dies, mal jenes geschrieben, was jetzt das genaue Verhältnis ist. Also es scheint sich durchzusetzen mit dem zwei Mühlen auf, zwei Getreidefarmen auf eine Mühle, auf eine Bäckerei. Aber ja, ich bin mir da immer noch nicht so 100%ig sicher. Ich bin mir da immer noch nicht so wirklich sicher, wie jetzt genau und tralala. Ja, ich habe tatsächlich komplett vergessen, was ich noch machen wollte. So, letztes Mal, klar, wir können jetzt schon ein Aristokratenviertel und so könnten wir theoretisch bauen. Das ist möglich, durchaus. Wir sollten aber vorher eventuell die entsprechenden Güter schon rangeholt haben. Aber eine Sache mache ich gerade nochmal, weil ich das gelesen hatte. Und zwar, hier unten, du kommst weg. Weil ein Medikus, so eine Heilkräuterplantage soll wohl ausreichen. Ich glaube dem einfach mal, weil wir hatten da noch nie Mangel. Und das Lager ist immer voll, also wird wahrscheinlich sogar eine ausreichen. So. Genau, dann war auch noch, weil ich ja gefragt hatte, ob irgendwie, oder beziehungsweise ob es einen Brunnen gibt irgendwie in Anno 1503. Ja, gibt es natürlich. Den für die Plantagen und so. Nee, den will. Was machst du denn da? Den brauchen wir da nicht mehr. Gibt's natürlich. Und zwar, ich hatte es ja auch schon gesehen, hier unten da, ne, diese typischen Pflanzenbrunnen, die kann man natürlich auch verwenden. Das ist in der Tat eine Möglichkeit. Frage ist nur, wo unterbringen. Jetzt bin ich schon am Überlegen, die Stadtstruktur jetzt schon zu ändern, aber ich würde ehrlich gesagt gerne erstmal ein bisschen sparen, weil wir haben jetzt, ja gut, wir haben noch 760.000 Pi mal Daumen, aber die können schnell weg sein. Wie wir ja festgestellt haben, wir waren auf fast 1,3 Millionen oder wir waren auf 1,3 Millionen und die Knete ist weg. Was haben denn die Händler immer? Warum? Also ich habe den nicht kaputt geschossen. So, wer bist du denn? Ach, du bist der Gewürzhansel. Ja gut, da reicht eigentlich immer noch das kleine Schiff. So, wer bist du? Ah, die Tabakroute. Ich habe die Befürchtung, dass wir auch da nochmal ein bisschen aufstocken müssen. Ah, er hat jetzt reingeladen und das Lager ist nicht voll. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr genau, was der letzte Stand war. Ob wir da irgendwie lagermäßig so... ich weiß es gerade nicht. So, Nahrung hatten wir uns drum gekümmert. Gewürze sollten wir vielleicht nochmal aufstocken. Guck mal hier rein, hier sieht man es mal ein bisschen besser. Ja, Gewürze sollten wir auf jeden Fall aufstocken. Hier, das sieht ganz gut aus. Was? Okay. Stoffe wahrscheinlich auch. Da könnten wir eigentlich mal hier Baumwollfarm bauen. Der Rest sieht soweit ganz gut aus. Alkohol, glaube ich, ist dabei, sich zu erholen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier die neuen Farmen in den letzten paar Folgen gebaut hatten. Da bin ich mir gerade sehr unsicher. Ist ja alt, schon wieder gefühlt 100 Jahre her. Okay, Gewürze. Gewürze, Gewürze. Das könnte jetzt langsam schwierig werden, weil wir nicht mehr allzu viel Platz auf der Insel zur Verfügung haben. Wie sieht's denn bei... Oh. Was
jetzt mal schnell ein bisschen schneller gemacht. Wie sieht es mit dem Kollegen aus? Der baut, glaube ich, auch nicht mehr weiter aus, ne? Hier drüben hat er, glaube ich, noch ein bisschen erweitert mit den Seidenplantagen. Aber es wurde ja auch geschrieben, dass sie wohl angeblich nicht auf Aristokraten gehen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam und schade finde, so, weil, naja gut, ich meine, durch Aristokraten kriegst du keinen wirklichen spielerischen Vorteil mehr. Also zumindest hier bei 1503. Kannst halt ein paar nette Gebäude dann bauen, aber das war's auch. Glaube ich zumindest gerade. Wir können nochmal durchgucken. Hier kommt halt der Schlosskrempel. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Wenn ich hier das richtig sehe, da ist nichts mehr offen. Wir können ja mal den Versuch mit einem kleinen Aristokratenviertel starten. Ich würde das am liebsten eigentlich gerne hier hinbauen, weil da halten wir den Platz und so. Da müssten wir nur die ganzen Holzfäller woanders hinpacken. Die Frage ist, wo? Hier drüben wäre ja eigentlich eine Variante. Ich rupf die erstmal weg. Ich meine, Holz ist jetzt kein Gut, wo die Einwohner uns an die Gurgel springen, wenn sie es nicht mehr haben. Der kommt auch erstmal weg und der Wald kommt auch erstmal weg. Und ja, wir machen auch neuen Wald. Ich hätte vielleicht erst den Wald wegmachen sollen und dann den Marktplatz. Ich baue nochmal schnell einen hin. So. Weil natürlich, es sieht alles ein wenig leerer aus, so ohne Wald. Aber dem können wir dann entgegenwirken. So. Und nein, ich habe dem hier unten Feld geklaut. So, sehr schön, wie sich hier noch die alte Struktur abzeichnet. Dann mache ich den Marktplatz hier erstmal wieder weg, weil da bauen wir dann neun. Die Bäume hier kriegen wir gerade gar nicht weg. Okay. Dann würde ich, also ich würde die Plätze noch als Hauptstraße gerne verwenden, zumindest. Dass wir die quasi so als Mittelding weiterziehen, aber dann vielleicht mal mit normalen Wegen arbeiten. Erstmal müssen wir mal sehen, bis wo wir bauen können gerade. Viel ist es ja, glaube ich, nicht. Hallo? So. Nein, es ist nicht viel. Okay, das heißt, wir brauchen so oder so irgendwie einen Marktplatz. Ich versuche das mal gerade so auszuloten, dass wir erstmal bauen können und danach dann irgendwie vernünftig Marktplätze bauen können. So, wie sieht das aus? So, warte mal jetzt so. Stell hier nur einen hin. So. Das können wir dann noch alles umstrukturieren. So, Bäumchen erstmal weg. Eurem Städtchen wohnt man gern. Das hört man gern. Okay, so, dann machen wir... Sagt da gar nicht mehr zu. So, wie gesagt, Hauptstraße so als Mittelding. Okay. Ein bisschen können wir noch. Ich weiß gerade auch nicht mehr genau, ob die Aristokraten sofort die Güter brauchten, die sie haben wollen. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und ich versuche gerade zum Pi mal Daumen die Mitte auszuloten. Wir haben ein zu viel. So. Ich finde es auch geil, dass die Dinger eine Reichweite haben hier. So, warte mal. Da müsste hier die Mitte sein gerade. Toll. Hier müsste die Mitte sein. Ich mache mal daneben ein, damit ich weiß, wo die ist. So. Weil, dann würde ich jetzt hier noch so einen Marktplatz in die Mitte packen. Da ziehen wir dann den ganzen Quatsch einmal drumherum. Ja, müsste eigentlich reichen. So, eins, zwei, drei. Na, 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 na. So. Haben wir das. Genau, da würde ich hier nämlich so ein Marktdingens hinmachen irgendwie. Da können wir eigentlich auch einen Marktplatz hinstellen, der wahrscheinlich direkt wieder nicht mehr symmetrisch sein wird, weil er blöde Abmessungen hat. Wenn dann so wahrscheinlich, aber trotzdem ist das ziemlich mehr. Dann stellen wir den noch vielleicht irgendwie erstmal hier hin. So, dann können wir die anderen theoretisch schon einreißen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Zumindest diesen hier. Ja, doch, das reicht erstmal. Das ist okay. Sehr gut. Gut. Jetzt ärgere ich mich schon wieder, weil ich hier gerne noch eine Hecke, aber weißt du was, können wir trotzdem machen. So. Ziehen wir hier noch wieder schöne Hecke drumrum. So. Ja, machen wir, lassen wir dann hier so offen.
Und da drin, ja, das machen wir dann. Ich würde sagen, wir definieren erstmal, wo welche Läden stehen und so. Wir brauchen hier ja weniger. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ich baue jetzt einfach mal testhalber hier so ein Haus hin. Einfach nur, damit wir sehen können, was die brauchen. Die brauchen tatsächlich sofort. Sonst wäre es, glaube ich, oder? Ja, aber sie sind nicht unhappy. Sind jetzt auch nicht über alle Maßen happy, aber okay, ich sehe schon Theater und Pavillon brauchen wir, glaube ich, sofort. Die beiden hier und Badehaus und Kirche. Okay. Schmuck und Wein können wir nachreichen. Ansonsten. Ja, ja, entspann dich. Vielleicht brauchen wir es auch doch sofort. Nahrung und Klamotten brauchen wir auf jeden Fall. Das wird ja sehr, 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 sehr gütig werden hier. Nahrung, Klamotten. So, und dann brauchen wir hier noch Schmuck. Und Wein. Dann haben wir die schon mal. Ja, Ruhe. Ich fange auch gleich an zu weinen. So, natürlich muss das Ding 3x3 groß sein. Warum? Sonst packen wir den hier vielleicht irgendwo in die Ecke. Das schöne Pavillon. Damit der vielleicht noch so mit beim Marktplatz ist. Gehen die denn da hin eigentlich? Ja, es sieht so aus. Schön. Da holen sie sich ihre runde Pavillon ab. Ja, jetzt entspann dich doch mal. Guck mal, wie happy die gleich wieder sind. Trotz, dass kein Schmuck und kein Wein da ist. Ein Theater brauchen sie auch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, ja, das ist ein bisschen größer. Vielleicht hier drüben so. Auch dieses Gebäude ist natürlich mal wieder ein Feld zu klein. Ja, ich bin so ein furchtbarer Monk, was Symmetrie betrifft. Da muss ich sagen, das stört mich selber teilweise. Wie war das mit dem Badehaus nochmal? Das war ja, glaube ich, auch, ne? Das ist eine Feuerwache. Kann man auch als Badehaus hernehmen, aber wollen wir gerade nicht. Das ist okay. Wobei das nicht der Eingang ist. Das ist der Eingang. Und jetzt passt es wieder nicht mehr. Okay, sehr gut. Oder auch nicht. Ich probiere mal hier ein bisschen weiter, wie das mit den Gebäuden aussieht. Wenn wir denn hier... Und da... Ja. Also da ziehen wir dann die Zwischenwege, machen wir kleiner, würde ich sagen. Wie ihr es ja auch haben wolltet, machen wir das dann so hier, würde ich sagen. Also mit 9er Blöckchen. Die kommen da auch noch gut ran, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, es ist sehr knapp, aber es ist machbar. Alter, was hier gleich los ist, ne? Und dann müssten wir von hier aus dann quasi die normalen Wege lang ziehen. Ja, drehen den ganzen Quark. So, ja, machen wir hier einfach so weiter. Und auf der anderen Seite kommt dann nochmal genau das gleiche. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier das Theater zum Beispiel. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist, glaube ich, auch die Vorderseite, oder? Nee, das ist die Vorderseite. Das ist die Vorderseite. Dann machen wir das schon mal hier hin. Wo ist es denn jetzt? Hier, da. Nee, das wollte ich gar nicht. Da, das Badehaus. Ja, doch, wobei das geht gut auf, weil dann haben wir hier noch einen frei, den wir für die Weggeschichten brauchen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, warte mal, wir drehen nochmal. Wir haben hier diese Ecke. Nein, wir haben hier diese Ecke. Das ist genau da. Das heißt so... Und dann geht das irgendwie hier weiter und keine Ahnung. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier alle Häuser hinkriegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Geht genau auf. Wunderbar, sehr schön. Dann können wir eigentlich hier hinten noch einmal so einen Weg lang ziehen. So, wie sieht's denn sonst aus? Sind die denn sonst zufrieden? Ich glaube schon gerade, ne? Die wollen zwar ihren Schmuck und ihren Wein, aber das kriegen sie noch. So, wenn wir die hier hinbauen, Einzugsbereich müsste ja eigentlich theoretisch reichen, dass sie an alles rankommen. Die können hinten durch den Marktplatz auch durchlatschen. Können wir eigentlich auch
So hier? Oh ja, das geht. Natürlich nicht so, wie ich es haben möchte. So, jetzt haben wir hier viermal dasselbe Haus in einem Karree. Ach, hier auch. Nee, nicht ganz. Dreimal, glaube ich. Wobei? Nee, sind, glaube ich, noch halbwegs unterschiedlich. Ja, sehr schön, sehr schön. So, dann machen wir hier den gleichen Spaß nochmal. Eure Stadt entwickelt sich mehr und mehr zu einer wichtigen Metropole. Die Kirchen platzen aus allen Nähten. Ihr plant, zu Ehre Gottes, eine Kathedrale zu bauen. Da gibt es ja doch eine Kapelle, eine Kathedrale. Huch, ja geil, wusste ich gar nicht. Eieiei, jetzt sich hier einiges getan. Kathedrale, brauchen die das? Nee, ne? Also es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, aber es ist sicherlich cool. Und ich frage mich, hatte die, oh, der Prunkbrunnen, oh geil, nice, den muss ich bauen. Ich frage mich, ob die Kathedrale einen ähnlichen Effekt hat wie die Kathedrale in Anno 1602, dass quasi Leute kurzzeitig mehr Kohle abfallen lassen und so, aber werden wir rausfinden. Jetzt brauchen wir erstmal mehr Ziegel, wie ich es gerade sehe. Ich beschleunige mal ein bisschen. Der Prunkbrunnen, warte mal, ich glaube, der Marktplatz hier, den wir jetzt hier haben, hat ähnliche Abmessungen wie auch unser anderer zuvor. Ich würde den Brunnen hier ehrlich gesagt gerne in die Mitte irgendwie stellen. Vielleicht baue ich das Pavillon nochmal woanders hin, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, den Brunnen will ich in der Marktplatzmitte haben. Der gehört da irgendwie einfach hin. Hier bei den Läden mache ich dahinter einfach so ein bisschen Weg. Erstmal, keine Ahnung, sieht wahrscheinlich scheiße aus. Man sieht es kaum. Ja, das ist okay. Wir stellen uns einfach vor, das ist da hinten, das ist einfach der Trampelbereich von den Verkäufern. So. Dann. Ich glaube, hier ziehe ich nochmal zwei von... Was war das? Warum? Hä? Die haben gerade... Warum? Ich dachte, die sind happy. Ah, Kirche. Ich verstehe. Ja, das sollten wir schnell mal machen eigentlich. Dann mache ich den Marktplatz gleich weiter. Vielleicht bauen wir... Warte mal, die Kathedrale. Die möchte ich eigentlich nicht einfach irgendwo hinklatschen. Die möchte ich eigentlich eher so... ja, ein bisschen spezieller haben. Also schon im Aristokratenviertel vielleicht? Ah. Doch lieber wäre mir eigentlich hier so gegenüber vom Marktplatz. Nicht so an der Seite. Hier so, eigentlich. Ich meine, wir können es natürlich noch umbauen. Das wäre jetzt gar nicht mal so teuer. Da müssten wir nur zwei Häuser gerade opfern. Das ist okay. Wie sieht es eigentlich mit den Einnahmen aus? Ja, das ist okay. Ach, weißt du was? Wir machen das einfach. Scheiß drauf. Ich glaube, das war die Länge. Dann hier die Häuser weg. Und den Rest kümmern wir uns dann. Kathedrale. Möchte eigentlich sogar noch so einen Platz irgendwie davor haben. Ja, reißt mal eure Häuser ein. Das ist super, da muss ich das nämlich nicht machen. So. Die lasse ich gerade mal. So, nee, Kirche will ich nicht. Hier, Kathedrale. So, aber dann halt noch irgendwie mit ein bisschen Gefissel davor. Zum Beispiel Brunnen. Brunnen sind immer eine gute Sache. Ja, reißt mal eure... Nein, das ist voll okay. Wollen wir gerade mal gucken. Ah, ich habe keine Kirche. Ich will beten gehen. Entschuldigung. Brunnen. Brunnen. Stimmt, da war ja noch was mit ja, komm, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Da war ja noch was mit dem Dingens hier, ne? Mit dem Triumphbogen. Wie groß ist denn der eigentlich? Er ist... Ja... Oder? Nein. Nicht für hier. Da geht gleich Lacrimosa wieder los. Das Volk achtet eure Herrschaft.
Wir haben hier auch noch diese Obelisken. Die sind eigentlich auch ziemlich nice. Okay, ich lass schon. Machen wir das vielleicht so hier? Dass wir einen prunkvollen Eingang zu diesem prunkvollen Gebäude haben. So, vielleicht. Weiß ich nicht. Und dann würde ich ganz gerne mit den Zierplätzen vielleicht hier irgendwie ein bisschen rummachen. Und ehrlich gesagt fehlt mir da noch ein bisschen Grünzeug. Übrigens, Mauer und so kommt noch. Ich bin jetzt schon fast, jetzt bin ich schon wieder so, nee, das ist viel zu nah an der eigentlichen Stadt dran und so. Man hätte es weiter wegbauen können, tralala. Hätte man vielleicht auch, ja. Kann man die Kathedrale im Zweifel nochmal bauen? Vielleicht kann man das. Ich probiere gerade mal was aus, warte mal. Wir speichern mal schnell. Spielstand gespeichert. Nein, kann man nicht. Okay, dann laden wir wieder. Hallo. So. Gut zu wissen, dass das nicht geht. Das heißt, einmal gebaut, ist es jetzt so. Da können wir jetzt höchstens noch drumherum ein bisschen Dinge verändern. Okay, wie ich das hasse, ne? Hör auf damit! Mach das weg! So, ja, mit dem Triumphbogen ist ja nicht so geil. Dann machen wir hier vielleicht Blümchen davor. Meine Nase juckt übrigens die ganze Zeit. Es mangelt an Schmuck, Wein ist Mangel. Es mangelt an Schmuck, Wein ist Mangelware. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Ich überlege, ob wir hier einfach die Dinger so machen. Ich glaube, es könnte schlimmer aussehen. Frage ist, hier drumrum müsste man halt auch noch irgendwie ein bisschen was machen. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ja, natürlich hier noch Bäumchen und Heck. Ah, hier, warte mal, den krassen Zaun vielleicht so. Hätte ehrlich gesagt gerne noch so ein bisschen Parkanlagen, aber komm, das heben wir uns fürs Schloss auf. Dann machen wir einen schönen Schlosspark. Und die Kathedrale ist jetzt halt einfach die Kathedrale. Hat die eigentlich hinten Eingänge? Ja, hat sie. Da sollte man vielleicht noch irgendwie, ja, ein paar Öffnungen lassen. Aber das machen wir dann. Jetzt, glaube ich, lassen wir das erstmal so. Was wir hier hin machen, weiß ich gerade noch nicht genau. Ich würde eigentlich trotzdem gerne irgendwie hier Häuschen hinklatschen. Aber das funktionieren wir an der Stelle nochmal ein bisschen um. So. Jetzt haben wir erstmal so. Ich glaube, es könnte auf jeden Fall schlimmer aussehen. Glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Aber gut, ich würde sagen, wir setzen das in der nächsten Folge dann fort und bauen unser Aristokratenviertel dann weiter. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Däumchen nicht vergessen. Und wir sehen uns dann wieder morgen um 10 in einer frischen Folge Anno 1503. Und dann mal gucken, ne, was wir hier draus machen können. Bis dahin haut erstmal rein. Tschüss.